Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ja, ich bin auf dem groben Weg Richtung Berlin, das neue Wohnmobil abholen. Ich war ja jetzt mehrere Tage auf der Rückreise von Spanien nach Deutschland. Das ist alles gut gelaufen. Der Lieblingscharisma ist ohne Probleme zu Hause angekommen. Wie immer im Prinzip, da hatte ich ja noch nie Probleme mit. Und da werde ich natürlich drüber berichten. Morgen früh geht's los. Und dann holen wir das neue Gerät mal ab. Ich habe das ja schon mal eingeblendet, wie es aussieht. Und ja, ich freue mich auch. Ich habe so viele Fragen bekommen per E-Mail, warum ich mir jetzt so ein Fahrzeug kaufe und nicht so eins, was ich schon mal hatte. Und diese Fragen beantworte ich alle, wenn ich das Fahrzeug habe und ich dann auch mal zeigen kann, wie es aussieht und warum man so eine Aufteilung gewählt hat und so weiter. Aber in dem heutigen Video wollte ich noch mal auf unser Eröffnungsangebot von Bettbusch eingehen, GNS Bettbusch. Da sind so viele Fragen gekommen, wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem einen Eröffnungsangebot und dem anderen. Da wollte ich schon mal drauf eingehen. Und dann auch die Tatsache, dass ich ein bzw. zwei Tage, bevor ich das Wohnmobil jetzt abgeholt habe oder abhole, auch noch in Grimma bin. Ich habe das einfach miteinander verbunden. Warum sollte ich von Mönchengladbach nach Berlin fahren, um das Fahrzeug zu holen, wenn Grimma im Prinzip auf der Strecke liegt. So, und deswegen bin ich in Grimma. Ich bin jetzt hier in der Werkstatt von André in GNS Grimma. Und da stehen auch sehr interessante Fahrzeuge. Deswegen habe ich das auch gemacht, ja, weil ich wollte euch das unbedingt zeigen. Das ist einfach ein nagelneues Fahrzeug, ein 4x4 Sprinter. Der absolute Wahnsinn. Dann haben wir einen ganz alten Hümer hier stehen von Baujahr, ich glaube 76. Auch der absolute Knaller. Das siehst du nicht jeden Tag. Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, fährst ein paar Tage vorher hierhin ohne Wohnmobil. Sind im Hotel. Auch die haben ja wieder geöffnet. Gott sei Dank dürfen die wieder arbeiten. Und dann haben wir das so miteinander verbunden. Das sind also die nächsten Themen. Das neue Wohnmobil natürlich. Das ist natürlich klar. Da werden wir von Berlin Richtung Grimma fahren und dann werde ich mit dem André das Gerät erstmal begutachten und gucken, ob alles in Ordnung ist. Und dann geht es hier auch eine Woche später schon wieder nach Bettbusch zur Neueröffnung, GNS Bettbusch zum Autohaus Heinen. Und da werden wir dann auch schon mal teilweise anfangen, das Fahrzeug umzubauen. Das zieht sich dann wahrscheinlich bis Anfang Mai. Bis ich das so habe, wie ich das haben will, ist es wahrscheinlich Anfang Mai. Ja, so. Aber wir haben ja Zeit. Wir machen unseren vernünftigen Plan. Wer da Interesse hat, kann sich natürlich die Serie anschauen. Das ist ja für viele interessant. Was brauche ich überhaupt an Solar? Wie berechne ich sowas? Ja, warum gibt es Bedarfsanalysen? Ja, das ist ja ganz wichtig. Habe ich abends eine LED-Lampe brennen und lese ein Buch, brauche ich mit Sicherheit keine 800 Amperestunden Lithium. Ja, ja, wenn ich schon aber eine Waschmaschine mitschleppe und eine Spülmaschine gleichzeitig, ja, dann wird das schon knapp bei einer 100 Amperestunden Batterie. Ja, also insofern machen wir natürlich eine Bedarfsanalyse und da werden wir auch das eine oder andere zeigen. Aber wie gesagt, ich versuche euch in zwei, drei Minuten nochmal zu erklären, was der Unterschied ist zwischen den beiden Öffnungsangeboten. Wir haben ja einmal eine monokristalline Solaranlage im Programm mit 240 Watt. Das sind 220 Watt Module. Ja, das sind diese hier. Ja, das ist das Modul. Ein ganz normales monokristallines Modul. Das ist auch ein Hochleistungsmodul. Zum Eröffnung haben wir natürlich ein Eröffnungsangebot, ein Solarangebot. Und wie ich finde, der Preis ist einfach toll. Ich habe diese Anlage bei meiner Recherche im Internet bei Händlern gesehen, weitaus teurer als das, wie das, was wir an Öffnungsangebot dafür möchten, inklusive Montage. Wir können auf der Homepage von GNS TV, die ich hier einblende, können wir die Angebote einsehen. Preise nenne ich ja wie immer hier bei YouTube nicht. Ihr seht dann auch, was dabei ist. Ihr könnt das dann auch nochmal anfragen, bekommt dann auch nochmal ein Angebot. Das ist überhaupt kein Problem. Also wie gesagt, ein ganz normales Standardmodul, Hochleistungsmodul, keine schlechte Ware. Wie ich immer sage, es gibt Besseres auf dem Markt. So, hier guck mal, hier oben hängt eine alte polykristalline Solarmodulanlage. Ja, das sind polykristalline Zellen. Guck mal, wie klein die noch waren, ja, und wie viele Lötstreifen da drin sind. Ja, das ist Mittelalter, nenne ich das mal. Ja, so, dann kam monokristallin auf. So, und dann hat SunPower aus der monokristallinen die Blechkontaktzelle gemacht, lötstreifenfrei. Man sieht deutlich,
wenn du das mal sie höher sehen kannst, den Unterschied. Aber, Moment, ich stelle mal weg. Aber dafür ist das ja keine schlechte Anlage. Ist einfach so, dass man in Mitteleuropa ja, mit dieser Anlage bei beschattetem Wetter und im Winter nicht mehr viel Ertrag hat. Das ist halt so. Da ist die natürlich unschlagbar. Ne? Aber das ist ja nicht unser Thema, die Black-Contact-Zelle, sondern das, was wir im Angebot haben. So, ich husch mal eben aus dem Bild raus, weil hier liegt der Regler. So ein Regler ist dabei von Victron. MPPT-Funktion natürlich, ist ja logisch und appfähig. Also als Smart-Regler. Ja, übrigens bei beiden Angeboten. So, das war die eine Anlage. So, und dann haben wir hier noch die neue Schindeltechnologie. Das ist diese Anlage. Man sieht, das Modul ist etwas kleiner, hat aber auch nur 100 Watt. Die hat 120 Watt mal 2, ja, und die hat 100 Watt auch mal 2. Das ist in dem Angebot gemeint. Die sieht natürlich auch ein bisschen schicker aus, ganz in schwarz, da ist der Spoiler auch schon dran. Und hat die neue Schindeltechnologie. So, Schindeltechnologie hat man konstruiert und ist auch von SunPower. Das ist ein Original-SunPower-Modul. So. Diese Schindeltechnologie hat man so weit ausgetüftelt, dass diese Platte bei bedecktem Wetter den höchsten Wirkungsgrad hat. Ja, die ist natürlich bei Sonnen, bei normaler Sonneneinstrahlung auch schon super. Aber bei bedecktem Wetter ist die halt besser als, ich sag mal, so eine monokristalline Platte. Weil das einfach von der Konstruktion her und von der Beschaffenheit und wie man diese Zellen miteinander verbunden hat, ist sie bei bedecktem Wetter einfach besser, weil intern auch höhere Spannungen laufen. Es laufen einfach höhere Spannungen und deswegen ist das Modul bei bedecktem Wetter super. Ja? So, da kann man wählen, habe ich jetzt den Platz für das größere Modul, für dieses größere Modul oder bleibe ich bei dem dezenten kleineren, was natürlich auf einem Kastenwagen viel besser passt und noch viel besser aussieht, ist ja klar. Stell dir mal vor, du kommst mit einem schwarzen Kastenwagen hier an und kriegst eine schwarze Schindeltechnologieanlage von GNS mit einem schwarzen Spoiler und einer schwarzen Seitenverkleidung. Ja, das ist, ist das ja schon klar. Ja, das sieht halt optisch geil aus. Also das sind die beiden Anlagen, die wir in Bettbusch zur Neueröffnung von GNS Bettbusch im Programm haben. Dazu gibt es diesen Victron-Regler, das sind also alles Markenprodukte, da ist jetzt nichts irgendwie zusammengewürfelt aus irgendwelchen Ländern, sondern wie wir das halt immer machen, Qualität. Ja, das war's. Wer da noch Fragen zu hat, ich blende nochmal die Homepage ein mit dem Kontaktformular. Die ist noch bestellbar bis zum 28.02. Denkt da dran, danach ist Schluss, dann haben wir auch keine mehr. Ich habe sowieso nur noch eine halbe Palette. Ja, wir hatten davon jede Menge bestellt, weil wir jetzt auch Erfahrung damit hatten, wie es bei Bockhorn, bei GNS Bockhorn und in Grimma, bei GNS Grimma gelaufen ist. Da haben wir natürlich ein bisschen mehr bestellt und die sind, ja, fast alle weg. Also wer noch will, kann noch bestellen, aber es ging heute darum, wo ist der Unterschied. Dieser Unterschied, Fazit, Doppelpunkt, dieser Unterschied ist nicht allzu groß, aber man muss wissen, wenn man jetzt ein Skandinavienfahrer ist, würde ich die nehmen, bin ich jetzt so ein Mischfahrer, Sommer Kroatien, Winter Spanien, bin ich damit bedient. So, und wenn ich so Allrounder bin und lege Wert auf die allergrößte Leistung, die man aus einer Fläche rausholen kann, kommst du an der Platte nicht vorbei. Black Contact Zelle. Da ging es aber heute nicht drum. Wie gesagt, ihr könnt bis zum 28.02.2022 könnt ihr die beiden Platten im Eröffnungsangebot noch bestellen. Wie ich finde, sehr, sehr interessant, was der Preis angeht. Ich habe das mehrmals verglichen. Ja, da sind wir, ich weiß nicht, ob wir jetzt der preiswerteste sind, ja, aber das, was ich da so in mehreren Stunden gelesen und gesehen habe, sind was. Jedenfalls ist der Preis interessant. Bestellt die früh genug. Es sind noch ein paar da. Und bis zum 28. Und in dem Sinne würde ich sagen, bleibt alle gesund. Ich gehe jetzt erstmal mein Wohnmobil abholen, mein neues Wohnmobil abholen. Da werde ich natürlich auch darüber berichten. Da freue ich mich natürlich schon sehr drauf. Und in dem Sinne, ja, bis morgen. Euer Guido von GNS TV.